was mich zu befeigt, über Pairing, Zigarren und Trinken zu beurteilen, ist, ich bin allgemein ein Genussmensch, koche sehr gern. Ich habe auch jetzt daheim so langsam meine Outdoor-Küche beieinander, wo ich probiere, alles auf dem Feuer zu kochen. Und das fängt eigentlich dort bei einem Pairing an, dass eigentlich die Hauptspeise zu der Vorspeise passt und dann eben das Dessert, das abrundet, auch gut dazu passt. Und ja, ich glaube, dort habe ich so ein bisschen eine Finesse entwickelt, wo dann eben anstatt, dass ich ein Dessert nehme, dann halt gerne eine Zigarre nehme, zu einem feinen Rum zum Beispiel. Und dort ja, eigentlich dann die verschiedenen Pairings probieren und jeweils etwas Passendes finden. Also beim Pairen ist eigentlich das Erste, was ich mache, ist eine Zigarre an der Zigarre schmecken, nach dem Anschnitt dann auch einen Kaltzug nehmen und mal schauen, was dort für Geschmäcker vorkommen. Und dort suche ich dann in erster Linie eigentlich eine Balance, zum Beispiel einen Rum, der passt. So. Geschmäcker, der da in erster Linie von einer Zigarre kommt. Und so probiere ich das weiter zu entwickeln, dass ich das optimale Pairing dort eigentlich finde. Feine Zigarre mit einem guten Rum zum Beispiel. Mein Pairing, das ich habe, ist ein Sandoro Claro zu einem kolumbischen Rum. Wenn ich an der Zigarre schmecke, schmecke ich eigentlich leichte Röstaroma, erdigen Geschmack. Beim Rum ist es so, dass auch der erdige Geschmäcker hat, einen leichten Kaffeegeschmack, Röstaroma drin hat. Und das gibt eine sehr schöne Balance, wo das Ganze eigentlich schön abrundet. Der Rum hat 46%, ist eher ein stärkerer, der automatisch natürlich die Poren öffnet. Und der cremige Geschmack vom Rauch, den die Sandoro hat, die Claro, kommt dann eben auch extrem zur Geltung. Und ja, das ist dann wie ein Kreislauf, der sich gibt. Also der Geschmack vom Rum, der leicht Abgang hat mit exotischen Früchten, leicht Ananas drin. Er passt wunderbar zu diesen wertigen Röstaroma, die wir hier bei den Sandoro haben, bei der Claro. Ja, beim Geniessen ist es so, wie eine Zigarre, die ich da die Stunde habe, für mich ist eigentlich keine Tätigkeit, die ich mache. Es ist vielleicht höchstens, was ich zwischendurch mal ein bisschen an Musik höre. Für mich ist es passend zu einer Zigarre, wenn man zum Beispiel Frank Sinatra hört. Das aber eigentlich eher in den seltenen Fällen. Im Normalfall ist es so, dass wir wirklich dort eigentlich auf das Pairing konzentrieren, genüsslich an der Zigarre ziehen und einen Schluck zwischendurch vom Rum nehmen. Wo liegt die exotische Früchte, Ananasgeschmack hineingeht, leicht der Vanille unterstrichen, passt das sehr gut zu dem erdigen Röstaroma von dieser Zigarre. Wunderbar. Also die Kombination, die kann ich extrem empfehlen, auch ohne Frank Sinatra. Das ist eine wunderbare Abrundung mit dieser Zigarre und dem Rum. Check it out, yeah.